Gott, ist das eine aufwendige Mission, ey. Meteoritentrümmer, ja. Puh, das ist ordentlich. Nur mal zurück. Was ist jetzt hier? Nach Abschluss des Auftrags, was die Himmel verbergen, deckt das Wasser auf, verfügbar. Ich würde sagen, wir gehen jetzt als nächstes zum Stern der trügerischen Träume, die Belagerung von Kings. Ja, machen wir das als erstes. Verbleibende Zeit bis zum Abschließen, 9 Stunden. Wir müssen uns beeilen. Wo ist das? 2300 Meter in der Ferne. Ja, bei Kings heute, ne? Teleportieren. Quietsch, quietsch. Nein. So, dann holen wir uns mal den nächsten Kram hier. Vorher würde ich aber gerne nochmal diese Meteoritenbrocken da oben nehmen. Zu mir nehmen. Ningguang, perfekt für diesen Job. So, was hat denn der Jinglun zu erzählen? Reisender, hier drüben. Was ist denn? Es geht wieder um das Quinksdorf. Diese gefallenen Sterne lassen die Monster rund um das Dorf verrückt spielen. Sie toben auf den Straßen herum. Das Quinksdorf steht kurz davor, umzingelt zu werden. Solange wir das Quinksdorf schützen, wird niemandem etwas zustoßen. Allerdings müssen die Vorräte aus der Stadt irgendwie hineingebracht werden. Aufgrund der aktuellen Lage kann der Rat für allgemeine Angelegenheiten nur wenige Truppen schicken, um den Transport der Vorräte zu beschützen. Gegen eine große Gruppe von Monstern hätten sie keine Chance. Ich habe mit meinen Dorfleuten darüber nachgedacht. Wir können uns zwar nicht weit vom Quinksdorf entfernen, aber die Monster in seiner Nähe können wir bekämpfen. Auf diese Weise können wir den Transport beschützen. Unsere Speer meldeten jedoch, dass sich an vielen Orten Monster zusammenscharen. Wir können all diese Monster unmöglich rechtzeitig selbst beseitigen und falls wir zu lange dafür brauchen, könnte dem Quinksdorf etwas zustoßen. Würdest du einen Teil der Monster für uns ausschalten, Reisender? Ich werde das übernehmen. Super, ich rufe die anderen. Wir werden unverzüglich aufbrechen. Je schneller wir reagieren, umso besser. Treffen wir uns hier wieder, sobald alle beseitigt wurden. Na, wo müssen wir hin? 171 Meter in diese zur Seite. No. I think it is here. Something like this. Oh ja, da hinten leuchtet das doch schon. Da müssen wir hin. Mario. Ich hoffe, du bist an meiner Seite. Ah, da ist er doch, der Große. Ich glaube, das ist Luigi. Oh, das war ein bisschen crazy. Fleisch ist wertvoll, das müssen wir uns mal holen hier. Ja, so dramatisch war der Kampf jetzt nicht. Ist wie bei allen Kämpfen, ehrlich gesagt, wenn man erstmal so ein bisschen den Kram raus hat. Noch was? Ach, den hier. So, haben wir noch was zu tun? Nö, einfach wieder zurück. Ja, war wieder schnell erledigt, finde ich. Dann wollen wir mal direkt rüber wieder zu unseren Freunden. Huh.
Ja, ein paar Artefakte hier nochmal gefunden. Und zurück zu unserem Kumpel. Das wird nicht reichen, wir brauchen Verstärkung. Ich habe die Monster beseitigt. Vielen herzlichen Dank, aber ich befürchte, es gibt noch einen Notfall. Ich hatte angenommen, die Monster bei Quingsdorf wären von der gewöhnlichen Sorte. Nachdem ich einige Truppen anführte, um mein Monsterlager zu säubern, wollten wir eine Verschnaufpause einlegen. Doch da stürmte ein Steinhaut-Lavachul aus dem nahen Wald auf uns zu. Bevor wir reagieren konnten, hat es uns schon angegriffen. Viele wurden verletzt und wir mussten uns zurückziehen. Das Monster ist eine zu große Bedrohung, um es zu verschonen. Doch die anderen Trupps sind noch nicht von ihren Zielen zurückgekehrt. Würdest du uns helfen, dieses Monster zu besiegen, Reisender? Ihr könnt auf mich zählen. Das werden wir, danke. Es tut mir wirklich leid. Eigentlich hätten wir das erledigen sollen. 160 Meter zur Seite. Das kriegen wir doch hin. Oh, da ist er schon. Puh, das ist ein ganz schöner Brocken. Der ist nicht so leicht zu besiegen. Naja, gucken wir mal. Oh, der hat ganz schön reingebreddert gerade. Ein Ding. Wir machen das mal kurz als Viererteam klar. Wir erstatten mit dem Kerl nochmal Bericht und dann ist das Ding auch schon erledigt. Na, was meinst du? Wie ist es gelaufen? Hast du dieses Monster besiegt? Ja, klar, habe ich. Fantastisch, dann haben wir endlich Ruhe. Danke für deine Hilfe, Reisender. Nimm das als Zeichen unserer Anerkennung. Trotzdem bleibt uns alles verdächtig. Warum sollte so eine Kreatur plötzlich beim Quingsdorf auftauchen? Wie dem auch sei, ich muss diese Sache dem Rat für allgemeine Angelegenheiten melden. Hoffentlich können sie uns mehr Verstärkung senden. Ja, dann haben wir das auch geschafft. So, wo ist die nächste Aufgabe? Falsch. Die nächste Aufgabe wäre dann diese hier und vorhergesehenes. Sprich mit Huffman. Huffman ist momentan mit den Angelegenheiten der gefallenen Sterne so beschäftigt, dass er kaum Zeit für andere Dinge hat. Verbleibende Zeit 9 Stunden. Huffman ist wieder in Mondstadt. Da wollen wir hin. Huffman, wo bist du? Huffman, wir lieben dich, dich und dein Arschgesicht. Deine Visage ist eine Blamage. Entschuldigung. Wie geht es dir, Ehrenritter? Bitte bleib fürs Erste innerhalb der Stadtgrenzen. Du hast die gefallenen Sterne sicher auch gesehen. Aus irgendeinem Grund werden es immer mehr. Darum wird es auch immer gefährlicher, sich in der Wildnis aufzuhalten. Innerhalb der Stadt häufen sich alle möglichen Angelegenheiten. Die Ritter sind damit fast überfordert. Und als wäre das noch nicht genug, haben wir Schatzräuber in der Nähe der Stadt gesichtet. Diese Typen scheuen für ein paar Mora vor nichts zurück. Ich befürchte, sie versuchen, die Lage auszunutzen. Reisender, würdest du uns dabei helfen, diese Diebe zu verscheuchen? Ich werde euch nicht enttäuschen. Gut gesprochen, Ehrenritter. Ich lege es in deine fähigen Hände. Achso, hier vorne direkt vor der Haustür, ja?
Dann holen wir uns die mal kurz runter vom Berg des Zorns. Ach da! Ja, jetzt nicht so besonders. Nicht die speziellsten, nicht die besondersten Aufgaben, aber. Ja, das spielst du ja auch noch in der Alpha. Huffman, wir sind auch schon fertig mit dem Scheiß. Wunderbar, du warst eine riesige Hilfe. Hoffentlich haben diese Schatzräuber ihre Lektion gelernt und lassen Mondstadt ab jetzt in Ruhe. Nun, dann wäre das ja soweit alles. Bitte, warte noch einen Augenblick. Ich brauche deine Hilfe noch bei einer anderen Sache. Um ehrlich zu sein, gehen aktuell bei uns zahlreiche Meldungen über ungewöhnliche Monster ein. Diesen Meldungen zufolge werden die Monster durch die gefallenen Sterne außergewöhnlich aggressiv. Die Stadt verfügt über eine robuste Verteidigung, sie hat nichts zu befürchten. Doch einer dieser fallenden Sterne ist nahe bei Quellingen eingeschlagen. In Quellingen leben viele Jäger. Zur Unterstützung haben wir einige Ritter entgesendet, doch das Gebiet ist schwer zu überblicken. Falls Monster in den Ort gelangen, wäre das eine Katastrophe. Würdest du nach Quellingen gehen und überprüfen, ob die Monster eine Bedrohung darstellen? Ja, das werde ich machen. Ich lege dich in deine fähigen Hände. Wenn möglich, werde ich weitere Ritter schicken, um dich zu unterstützen. Passiert eh nicht. Blöd, Mann.